Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, ein sehr spontanes Video. So viele haben irgendwie geschrieben unter ein paar Videos, oh, wann kommen denn mal wieder Videos von dir? Und daher dachte ich mal, kläre ich euch mal auf, warum in letzter Zeit oder seit Monaten schon wieder keine Videos online kamen. Wieso, weshalb, warum und wieso mache ich eigentlich YouTube und für wen mache ich YouTube? Und also, ne, dass ihr das jetzt versteht, daher filme ich jetzt auch gerade mit meiner Handykamera, mit meiner neuen Handykamera. Ich habe mir ein iPhone 7 gegönnt. ja, ich habe jetzt gerade keine Lust, mich auch hier jetzt voll zu schminken oder ich habe auch hier auch meinen Chili-Pullover an. Daher wollte ich euch gerade mal spontan, irgendwie hatte ich gerade Lust, euch zu erzählen, was so in den letzten Monaten, Wochen passiert ist. Und zwar habe ich meinen Job gekündigt. Genau. Ich habe ja eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und habe 5 Monate in einem Kindergarten gearbeitet. Und also von August bis Dezember 2016. Und sind das 5 Monate? August, September, Oktober, November, Dezember. Ja. Ja, auf jeden Fall hat es mir dort überhaupt nicht gefallen persönlich. Es war auch sehr hart, weil ich wurde gleich nach meiner Ausbildung, ich habe ja nicht viel praktische Erfahrung gehabt, gleich als Gruppenleitung wurde ich gleich benannt oder eingestellt, sagen wir mal so. Das heißt, ich habe eine Gruppe geleitet mit einer Kollegin zusammen und ich war quasi von meiner Kollegin die Chefin. Also ich hatte mehr Verantwortung als sie und mehr Aufgaben. Und wir hatten eine Gruppe von 25 Kindern. Sprich, 25 Kindern, 25 Eltern. So, ne? Logisch. Aber nein. Und zwar, ja, das war einfach zu viel Verantwortung. Ich hatte keine praktischen Erfahrungen. Ich habe aber einfach nicht die Hilfe und Unterstützung bekommen, die ich mir eigentlich erhofft hatte oder die mir auch versprochen wurde. Und das war einfach so viel Stress, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie fertig ich immer jeden Tag war. Ich hatte zwar schon immer um 14 Uhr meistens Feierabend, also eigentlich sehr recht früh, so von 8 bis 14 Uhr, also immer nur 6 Stunden. Dann hatte ich halt manchmal noch Vorbereitungszeit, was aber zeitlich auch immer ging. Aber trotzdem, ich bin fast jeden Tag, bin ich um 8, also 20, 21 Uhr, bin ich schlafen gegangen. Oder manchmal eigentlich noch früher und habe sogar auch noch Mittagsschlaf gemacht und weiß ich was. Mit mir konnte man nicht nichts mehr anfangen. Ich war so körperlich und psychisch einfach so fertig und auch ein ganz anderer Mensch irgendwie. Also, wenn ich mich jetzt so sehe, also so ganz anders. Also, ich fühlte mich auch so unwohl in meiner Haut und ja, es war einfach alles nur noch beschissen. Und dann kam ich halt auch mit meiner Vorgesetzten nicht so zurecht, wie es sein sollte. Und ja, dann dachte ich mir immer so lieber, ich will lieber arbeitslos sein, als da ja noch zu arbeiten. Und deswegen habe ich dort gekündigt. Aber ich habe mir natürlich vorher eine neue Stelle gesucht, was ich eigentlich auch lieber machen wollte. Und zwar arbeite ich eigentlich lieber mit den ganz kleinen Kindern zusammen, also sprich von 0 bis 3 Jahren. Und ja, da habe ich mich bei einer Stelle beworben und die habe ich auch jetzt bekommen. Und habe dann halt dort bei meiner alten Arbeit gekündigt. Vor Weihnachten war das so. Also vor Weihnachten so war quasi meine letzte Arbeitswoche da in dem Kindergarten. Und jetzt bin ich halt in einem anderen Kindergarten, also in einer Krippe, heißt es ja. Und da gefällt es mir viel, viel besser. Ich bin so überglücklich. Also es passt einfach alles, ne? Und ja, ich weiß nicht, ob man es mir auch anmerkt, also ich merke es mir selber an, so, ich bin total gelassen und ich rege mich nicht so schnell auf, weil bei meiner alten Arbeit hat mir wirklich was, jede Kleinigkeit hat mich so gestört, wirklich so gestört, einfach, keine Ahnung, wenn es ein Kind nur aufgestanden ist, hat mich das schon so mega gestört, einfach so mega viele Kleinigkeiten einfach, was total an meine Psyche irgendwie ging. Und ja, und jetzt bin ich halt überglücklich. Ich habe auch bis 14 Uhr muss ich bis jetzt noch arbeiten. Vielleicht kriege ich bald mehr Stunden. Und dann habe ich halt, ja, bin ich quasi 14:15 bin ich zu Hause. So mega chillig einfach.
und auch mit den kleinen Kindern. Das ist so ein großer Unterschied zwischen, also von 0 bis 3 Jahren die Kinder oder von 3 bis 6 Jahren. Das ist so ein geballter Unterschied. Oder auch die Kinder. Es ist zwar derselbe Landkreis, es ist alles in einem Ort, aber man merkt auch den Unterschied von den Kindern her. Also wo ich vorher war, die Kinder, die 3- bis 6-Jährigen, die konnten noch nicht mal Danke sagen oder Bitte. Und heute habe ich bei einem Kind die Windel gewechselt und da sagte der kleine Junge Danke. Ich dachte, nein, wie süß ist das denn? Der bedankt sich, weil ich seine Windel gewechselt habe. So, und das sind einfach, das macht schon so vieles aus einfach. Und ja, und auch meine Kollegin jetzt, meine neue, ist auch super lieb, kommt voll gut klar, obwohl wir uns erst so 2 Wochen erst kennen. Und ja, auch meine Chefin auch, also sie fühlt mich pudelwohl und daher kam jetzt letzter Zeit gar kein Video mehr online, weil ich mich erstmal, ja, wie gesagt, ich war psychisch fertig durch die Arbeit und dann halt die Arbeit gekündigt. Dann war ja auch Weihnachten und Neujahr alles dazwischen und dann war ich auch wieder voll erkältet, hatte eine Bindehautentzündung gehabt, also so rote, gequellte Augen und ja, und dann die neue Arbeit musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen und alles beschnuppern und kennenlernen und ja, jetzt kann ich wieder ein paar Videos machen für euch. Ich hoffe, ihr versteht die Lage irgendwie. Es ist ja irgendwie, ja, Neuland, keine Ahnung. Viele YouTuber gehen ja nicht wirklich arbeiten oder kennen diesen Stress nicht. Und daher tut es mir auch leid, aber so ist einfach der normale Alltag eines Menschen. So sage ich mal. Es ist keine Beleidigung, aber viele YouTuber, die gehen ja nicht richtig arbeiten. Wisst ihr, was ich meine? Klar, die verdienen mit YouTube ihr Gehalt, ihr richtiges Geld, auch wohl viel mehr als ich, wo ich dann auch stundenlang arbeiten gehe für. Aber die können halt regelmäßige Videos hochladen. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich kann das halt nicht. Daher kommen halt nicht so regelmäßig Videos. Ja, aber ich versuche halt so gut wie es möglich jetzt wieder vielleicht auch ein bisschen durchzustarten. Ich habe auch wieder mit Fitness angefangen, also ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, also sprich ich versuche 2-mal die Woche zu gehen auf jeden Fall, auch mit einer sehr guten Freundin und das klappt echt gut und auch an meinem Gewicht bin ich jetzt wieder dran, also ich möchte wieder abnehmen, ich habe mir auch überlegt, wieder so ein Abnehmprogramm zu machen, aber darüber kann ich auch bald mal ein Video drehen, wie viel Geld ich eigentlich mal für Abnehmprogramms ausgegeben habe. Das interessiert euch bestimmt, was eigentlich die Ergebnisse danach waren. Aber jetzt mache ich es mal ohne Abnehmprogramm. Und zwar versuche ich einfach regelmäßig Sport zu machen. Und meine Ernährung ein bisschen habe ich umgestellt. Also ich esse nicht mehr so viel Schokolade. Nicht mehr so viel Schoki. Also so schlimm, ey, nicht mehr so viel Schokolade zu essen. Und im Neujahr habe ich angefangen direkt und habe vielleicht, wenn ich lüge, 3-mal Schokolade gegessen oder so bis seitdem. Und ja, ab 18 Uhr esse ich auch nichts mehr. Also was heißt, ich esse nichts mehr, aber ich esse nichts mehr so was Warmes oder so. Und das fällt mir total schwierig, weil ich kenne das eigentlich gar nicht anders, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, also bei meiner Mutter. Haben wir immer nur abends warm gegessen, also immer eine warme Mahlzeit. Bei uns gab es kein Mittagessen oder so, das ist immer auf Abend gefallen, weil dann immer alle auch da waren und haben wir auch immer gemeinsam gegessen. Und jetzt halt nicht mehr abends zu essen, das fällt mir sowas von schwer. Und dann nehme ich halt immer noch einen Joghurt oder so, wenn ich Hunger habe oder trinke Tee oder esse einen Apfel. Halt sowas, halt was ein bisschen kleineres. Und ich habe auch schon seit Neujahr, also sprich seit 26 Tagen, also für einen Monat fast, habe ich jetzt auch schon fast 2 Kilo abgenommen. Bin total stolz auf mich, weil es sind halt kleine Ergebnisse und ich möchte mir auch kein großes Ziel setzen. Also sei es, weil viele machen immer so ein 12-Wochen-Programm oder so, nach 12 Wochen will ich 10 Kilo abnehmen oder weiß ich was. Ich mache mir da persönlich gar keinen Stress, weil ich mich immer noch wohlfühle in meiner Haut. Also und klar, ich habe über 10 Kilo zugenommen, die möchte ich eigentlich auch gerne wieder runter haben. Aber da mache ich mir überhaupt gar keinen Stress und gehe es ganz locker an. Und ja, ich muss mich halt erstmal an alles gewöhnen und hoffe, das neue Jahr läuft halt auch jetzt besser. Und ja, und das möchte ich gerne mit euch teilen. Und wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt oder irgendwelche Videoideen oder wenn ich euch mal was zu dem ganzen Abnehmprogramm erzählen soll, was ich mal alles gemacht habe oder
dann lasst es mich wissen in den Kommentaren unten. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Genau, weil ich werde, glaube ich, das Video jetzt gleich auch hochladen oder bearbeiten und schneiden. Ich glaube, ich muss das gar nicht schneiden. Und einfach hochladen. Und ja, ich hoffe, ihr versteht meine Lage und freut euch vielleicht auf die nächsten kommenden Videos. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!